Dann lass uns doch an der Stelle noch mal konkret über Taktik, über das reden, was wir bis jetzt gesehen haben, was wir auch gegen Angers, gegen Bilbao gesehen haben. Wie weit ist die Mannschaft mit dem System Rose? Es gab ja vorher viele Aussagen dazu, wie stark jetzt die Veränderung sei. Manche haben gesagt, ist gar nicht so viel. Da war Hofmann hat sich da zitieren lassen. Andere haben gesagt, und heute auch ganz aktuell, Traorés erster Tag im Training, sagt, es wäre für ihn sehr neu, dass so viel gepresst wird. Also im Endeffekt ist das schon, glaube ich, eine ziemliche Änderung, die da verlangt wird. Und man hört auch immer was den Trainingseinheiten, dass Rose immer wieder reinruft, immer wieder sagt, schneller mit Tempo, weniger Kontakte, einfach gerade nach vorne. Wie viel davon haben wir in den Testspielen gesehen? Ja, man hat viel immer wieder eine unterschiedliche Phasen gesehen. Also ich finde, man sieht auch einfach zum Beispiel bei einem Spieler wie Leiner, wenn er auf dem Platz ist, er ist einer, der das System schon kennt und deswegen auch entsprechend auch vielleicht noch sogar seine Mitspieler ein bisschen coachen kann. Das ist ganz wichtig. Und ja, ganz extrem, da wundert mich auch, dass Hofmann sagt, für ihn ist die Umstellung nicht so groß, ist halt das extreme Anlaufen. Und das haben wir zum Beispiel von Hofmann auch schon in der letzten Saison gesehen. Und ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz gut, weil man einfach, ja, das Spiel wirkt schneller, weil immer passiert was. Es sind viel mehr Situationen, wo man Gegner unter Druck setzt, wo es Ballverluste gibt, wo es einfach ein bisschen mehr hin und her geht. Und ich finde, das merkt man schon sehr stark. Und klar, da muss der eine oder andere sich auch noch dran gewöhnen. Vor allen Dingen auch dieses Pressing konstant über 90 Minuten durchzuhalten. Ja, vor allem, ich finde, das hat auch immer noch die Schattenseite. Ne? Wer vorne presst, der muss hinten eben auch dann trotzdem natürlich oder beziehungsweise umso besser stehen, um eben nicht in die Unterzahlsituationen zu kommen. Und da ist mir dann schon aufgefallen, dass wir in sehr vielen Spielen am Ende 1 gegen 1 in der Abwehr haben. Ne? Und gerade wenn dann Toni Janschke gegen irgendeinen Sprinter stand oder mal hier Jordan Bayer im Test gegen Angers auch nicht ganz in der Innenverteidigung nicht ganz auf dem Dampfer war, der hatte da einfach auch keinen guten Tag, glaube ich, kriegst du halt relativ schnell Probleme. Und genau diese Balance zu finden, das ist die große Aufgabe der nächsten Tage noch, ja, der nächsten Wochen knapp, und sicherlich auch im Laufe der Saison. Wir dürfen nicht erwarten, dass im ersten Spiel schon alles perfekt ist. Aber was schon positiv ist, gerade wenn man so sieht, wie stark die Jungs draufgehen, wie viele zweite Bälle man doch erobert und wie man dann eben auch den Gegner wirklich so ein bisschen in Panik versetzt. Und wir hatten wirklich das Glück, dass wir gute Testspielgegner hatten, die technisch in der Lage waren, viele Sachen trotzdem zu lösen. Ja, Gerade außer gegen Bilbao, die die uns zutreten wollten. Ja, Bilbao natürlich jetzt von der Fairness mal abgesehen, der von der fehlenden. Aber man hat bei denen gesehen, selbst wenn wir draufgelaufen sind, haben die sich geschickt lösen können mit Kurzpassspielen und so weiter. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil wenn wir jetzt irgendwelches, ich sag mal, Kanonenfutter gehabt hätten, die wären uns da ins offene Messer gelaufen. Und deswegen, wir haben gesehen, ja, Pressing ist schön und gut, muss noch stärker durchgezogen werden, aber du hast damit trotzdem noch nichts gewonnen. Du musst trotzdem dann auch bei eigenem Ballbesitz in der Lage sein, dir Chancen zu erarbeiten. Und da muss ich dann wieder sagen, habe ich so ein bisschen vermisst, dieses Vertikalspiel, von dem alle immer geredet haben. Gerade gegen Bilbao war es dann doch wieder sehr viel in die Horizontale, wie man im Fußball sagt, gespielt, also in die Breite, über die Außen. Und wenn du dann nicht Außenspieler wie Leiner und auch wie Wendt hast, die in der Lage sind, offensiv eben auch richtig was einzubringen. Man hat gesehen, wie überfordert Paulsen und Lang waren mit der Rolle. Man hat Ja. gesehen, warum wahrscheinlich auch Michael Lang nicht mehr lange bei Borussia sein wird. Dann hast du natürlich ein Problem, wenn diese für das System so wichtigen Spieler dieser Aufgabe nicht gewachsen sind. Ja, aber genau das ist, glaube ich, der Punkt. Und das sind dann nun mal, also die Außenverteidiger sind ja auch mit Schlüsselpositionen in dem System. Und wenn du da jemanden hast, der da überfordert ist oder die Rolle nicht ganz ausfüllen kann, bekommst du sehr schnell Probleme. Und ich denke mal, man hat aber auch gesehen, dass man ja vorne eigentlich, wie du schon richtig sagst, Probleme hatte, auch Tiefe ins Spiel zu bekommen, was aber auch daran lag, dass man wartet immer noch darauf, dass Embolo fit ist. Man wartet noch darauf, dass Thuram richtig im Spiel ist. Und man ja, hat immer noch nicht die hundertprozentigen Optionen, wie man sie sich erhofft. Und ja, ich finde da ein kleiner Lichtblick, was die Offensive angeht, ist das Zusammenspiel jetzt zwischen Cuisance und Plea, was mir eigentlich immer mal wieder ganz gut gefallen hat. Aber man entwickelt noch nicht die richtige Durchschlagskraft und schafft es dann hinten auch nicht immer souverän zu stehen. Und wie gesagt, ich schiebe das zum einen darauf, dass noch ein bisschen ja, die Rädchen richtig ineinander greifen müssen, aber auch die Außenverteidiger, wie ich gerade gesagt habe, nun mal die wichtigsten Spieler eigentlich in dem System sind, weil die sind diejenigen, die dann auch die Innenverteidiger unterstützen können und Überzahlsituationen in Kontern gegen uns verhindern können.
Ja, und gleichzeitig aber auch wiederum vorne mit sehr viel Ballbesitz gefragt Genau, und sind. ich glaube aber, das ist eine Sache der Balance, das wird sich sicherlich noch geben, vor allen Dingen, wenn man dann mal mit der Stammmannschaft spielt. Und das ist, glaube ich, wirklich für mich der große Faktor, den ich ein bisschen schwierig finde. Und das habe ich ja schon am Anfang der Vorbereitung gesagt. Uns fehlt ein bisschen die Zeit, wirklich mit einer ernstzunehmenden Mannschaft in Ruhe die Sachen jetzt noch weiterzuentwickeln. Gegen Chelsea werden wir jetzt zum allerersten Mal, ich sage mal, 11 Spieler sehen, die realistischerweise in der Stammelf stehen. Vielleicht sehen wir Thuram, vielleicht sehen wir sogar Embolo, habe ich jetzt gehört, möglicherweise mit einem Kurzeinsatz gegen Chelsea. Er ist ja jetzt eigentlich sehr behutsam aufgebaut worden. Man hätte ihn wahrscheinlich in einer absoluten Notsituation, die wir nicht haben, auch schon mal auf den Platz stellen können. Und ich finde es gut, dass man sich da dieses Mal dann auch ein bisschen mehr Zeit lässt. Aber man muss sich eben bewusst machen, dass wir sehr, sehr lange jetzt mit Experimenten gespielt haben. Und wenn man über den jungen Kieserer spricht, jemand, der mit 17, 18 dann aus der U19 quasi ohne Training mit den Profis in so ein Spiel reingeschmissen wird gegen Angers, das übrigens, wie ich finde, beachtlich gemacht hat, Ja. dann heißt das aber gleichzeitig auch, dass auf der anderen Seite kein Spieler sich dann zeigen konnte, der vielleicht eher Stammplatz Chancen hat oder auch Ja. realistisch da zum Saisonstart mit dabei sein könnte. Und ich finde, gerade in den Spielen, wo wir dann mit einem 4-3-3 vorne gespielt haben, gegen Angers waren es dann Raphael, Kieserer und Hermann, die dann vorne gespielt haben, da hat mir total vorne irgendwie die Idee gefehlt. Also gerade Raphael macht in der Vorbereitung auf mich keinen glücklichen Eindruck, verschleppt das Spiel auch immer wieder, macht im Prinzip das Gegenteil von dem, Ja. was Marco Rose fordert. Also es ist einfach ganz schwer zum Ja, aber jetzigen du hast Zeitpunkt zu es doch sagen, wo gerade die Mannschaft gesagt, die steht. drei Spieler werden niemals in der Konstellation auch nicht ansatzweise so spielen. Also was erwartet man da und was kann man da für Schlüsse draus ziehen? Also Es ist einfach spät in der das Vorbereitung dafür, dass es zu so einer Konstellation kommt, finde ich. Ich finde ja, das schon aber relativ spät. dass der Prozess lange dauert, ist klar und dass der Prozess auch noch weit in die Saison reinreichen wird, ist, glaube ich, auch allen klar. Also ja, in der heutigen Generation von Fußballturnieren und Spielern, die es gibt, da ist jeder dann noch unterwegs und steigt später ins Training ein. Ich glaube, das ist da ganz normal, dass man nicht die ganze Sommerpause ausnutzen kann. Und die Sommerpause ist gefühlt, aus meiner Sicht, wird die auch immer kürzer, genau aus diesen Gründen. Und dann bleibt einfach nicht mehr viel Zeit. Und du musst dann auch sehr, sehr viel in die Saison auch reinarbeiten. Und ich denke mal, es ist vielleicht auch gut, dass der DFB-Pokal dann immer die Woche vorher ist, weil das ist nun mal wirklich und besonders jetzt für Borussia in dieser Saison der erste wirklich, wirkliche Härtetest, wo es auch um was geht. Und da muss jeder dabei sein, auf jeden Fall mit dem Kopf. Man muss vielleicht noch nicht hundertprozentig als Mannschaft funktionieren, aber das sind dann Prozesse, die auch ja überhaupt erst in Spielen sich entwickeln, weil man braucht auch bei so einem System ja einfach die richtige Chemie, dass jeder weiß, was sein Nebenmann macht und das ist entscheidend. Und also ich bin da einfach nicht so, also ich habe da keine so große Angst davor, dass wir jetzt noch nicht bei 95% stehen. Ja, zumal ich dir völlig recht gebe, diese Sandhausen-Geschichte ist für uns, glaube ich, eine sehr, sehr gute Herangehensweise, um wirklich nochmal voll gefordert zu sein in der Woche. Also das ist quasi ein weiteres Testspiel, eigentlich fast unter Wettbewerbsbedingungen. Also man will sich da nicht blamieren, gleichzeitig ist das kein schlechter Gegner, den man hat. Und das ist so, kommt uns ein bisschen entgegen. Ja, aber trotz allem, es ist eine knappe Zeit für ziemlich viele Änderungen und ich sag mal, die Nebengeräusche waren ja alle sehr positiv. Man hört von den Spielern, dass sie begeistert sind. Ich glaube, dass man sich da auch durchaus freut, nach doch der eher so klassischen, etwas, ich sag mal, typisch fußballtrainerartigen Ansprache, die ja Dieter Hecking hatte, jetzt eher so eine moderne, persönliche Ansprache zu bekommen. Ne? Auch dieses persönliche Pushen und so weiter. Ich meine, man guckt dir den Rose an, der sitzt dann in kurzen Hosen am Tegernsee und hat die Hand zum Schutze vor bestimmten, lassen wir das. Ja. Nein, aber ich sage mal, er ist ein lockerer Typ und das lebt er auch vor. Und Ist gleichzeitig ja auch gibt er eine aber auch andere eben Generation als so klare, manche andere klare. Trainer. Bitte? Er ist ja auch eine andere Generation als so mancher Trainer. Also von Genau. daher ist das auch Also, normal. deswegen, ich bin ganz gespannt und ich bin auch gespannt, was Zickler einbringen wird, dann was das Stürmertraining angeht. Ich bin gespannt, lustigerweise ja Olli Neuville jetzt auch im Trainerstab zurück als Ja. Frankreich-Übersetzer oder Französisch-Übersetzer. Ich bin gespannt, wie sich dieses ganze Team aufstellt und ja, langsam fängt die Vorfreude an, weil man ja, man muss ganz ehrlich sagen, wirklich ganz wenig
sagen kann in dieser Saison, wo es denn hingeht. Man hört und sieht, dass sich einige Kontrahenten aber sehr, sehr stark aufgestellt haben. Wenn ich an Leverkusen denke, wie die bis an die Zähne bewaffnet sind. Ich gucke auch nach Hoffenheim mit dem Skov, den sie geholt haben, den ich bei der U21 WM sensationell fand, also das EM sensationell fand. Also es wird spannend und ich glaube, dass der fünfte Platz auch nicht unbedingt das Ziel sein kann, nur weil wir es letztes Jahr erreicht haben. Ich glaube, das Ziel muss erstmal sein, dass man ankommt, dass man sich im Pokal nicht blamiert und dass man dieses ganze Neue erstmal nach Mönchengladbach bringt. Ja, da gebe ich dir recht. Also wollte ich nämlich auch gerade sagen, also nächste Saison existiert für mich der erste und zweite Tabellenplatz nicht, weil das ist eine klare Kiste aus meiner Sicht, welche Mannschaften da um die Meisterschaft spielen. Und aus meiner Sicht sind andere Mannschaften da einfach ja jetzt einen Schritt zurückgerückt. Und wir müssen gucken, dass wir uns vielleicht da versuchen einzureihen. Und klar gibt es noch Mannschaften wie Leverkusen, die sicherlich noch andere Möglichkeiten haben. Aber trotzdem ist es eigentlich wie jede Saison. Also wir müssen gucken, dass wir so gut wie möglich abschneiden. Und wir müssen gucken, dass wir im Idealfall um vielleicht bis zum Ende mit um die Champions League Quali spielen. Beziehungsweise die gibt es nicht mehr, deswegen um den vierten Platz mitspielen. Das ist, glaube ich, die Zielsetzung, die alle unterschreiben. Wie das läuft, das werden wir sehen. Aber du gibst mir schon recht, dass Positionen 1 und 2 mehr oder weniger gebucht sind. Ja, sicher. Ich meine, natürlich. Ich würde nur weitergehen. Ich sehe nicht, also selbst wenn das gut funktioniert, ich sehe einfach Leverkusen unglaublich stark mit Demir bei, mit Amiri neu mit dabei. Klar, sie verlieren Brandt, aber trotzdem, es ist... Und Leipzig. Also die ersten vier Plätze sind für mich so klar vergeben, wie sie lange nicht mehr vergeben haben, weil du sagst, die ersten zwei sind weg. Wenn wir jetzt schon so negativ anfangen, würde ich fast sagen, die ersten vier sind weg. Und sei mal ganz ehrlich, das sind die ersten vier dieser Saison gewesen. Wir hatten die große Chance, und vielleicht ist das eine, was wir dann doch uns nach dem tollen fünften Platz nachtrauern müssen. Wir hatten die große Chance, dieses Jahr nochmal, als Leverkusen geschwächelt hat, diese Phalanx einzudringen. Diese Saison sehe ich das nicht. Also dafür sind die einfach zu stark. Danach ganz klar. Danach können wir die Nummer 5 sein. Da können wir, wie Max Eberl so schön sagt, wenn einer schwächelt, vielleicht mal so reingucken. Aber wir werden uns ansonsten... Teams wie Leverkusen sind in der Regel immer, schwächeln immer. Klar, wir schwächeln auch. Da sind wir auch nicht vorgewarnt. Aber wie gesagt, ich bin da sonst immer sehr trocken realistisch. Aber genauso sage ich auch, es kann sein. Also klar sind die Mannschaften besser aufgestellt. Aber wenn das so funktioniert, was Borussia für einen Masterplan für die Saison hat, dann denke ich mal, ist das ein großer Bonus. Und das werden wir aber, wie gesagt, wir werden das, glaube ich, nicht in den ersten Wochen schon sehen, sondern das wird sich entwickeln und das werden wir, glaube ich, erst Spieltag 5 bis 10 wirklich sehen. Naja, aber ich meine, bei dem Startprogramm mit Schalke, mit dann auch sehr bald Köln, Düsseldorf und so weiter, da muss natürlich auch geliefert werden. Aber lass uns aufhören, da jetzt rumzuspekulieren. Wir machen ja auch noch mal ein kleines, beziehungsweise noch mal ein bisschen ausführlicher, auch noch mal eine Vorschau dann. Ich vermute, wir werden nach dem Pokalspiel uns dann noch mal zur großen Saisonvorschau zusammensetzen, wenn es dann eben vor dem Schalke-Spiel darum geht. Und dann reden wir natürlich auch noch mal so ein bisschen über die Konkurrenz. Aber an der Stelle würde ich sagen, wir halten fest, die Vorbereitung ist eine Vorbereitung und man darf nicht zu viel in die einzelnen Spiele reinlegen. Man sieht, es ist noch viel zu tun. Ich bin sehr gespannt auf das Chelsea-Spiel. Ich glaube, bei der Kulisse im Borussia-Park und jetzt mit Lampard und der ganzen Truppe, das wird ein Fest, hoffentlich für die Fans. Ich hoffe aber vor allem, dass wir dann eine Mannschaft sehen, die auch theoretisch in den ersten paar Spieltagen zum Einsatz kommen kann. Ja, und wie ich so lustig sage, vor einem Jahr hätte man vielleicht gesagt, wir sehen zwei Hazards im Borussia-Park, jetzt sieht man keinen. Also von daher stimmt. In diesem Sinne muss man sich das FIFA-Cover kaufen, da hat man also Hazard drauf. Ja, die Weltfußballerwahl steht ja auch noch aus, wird man auch sehen. Genau. Aber gut, an der Stelle würde ich sagen, harren wir der Dinge, die da kommen und melden uns dann wieder, wenn wir neue Eindrücke haben. Ja. Ciao.